eigentlich soll ich jetzt schon in der Bahn sitzen, aber wie ihr seht, sitze ich im Auto, denn die Bahn streikt heute wieder. Und ja, deswegen fährt mich mein Stiefvater. Und ja, am Flughafen treffen wir dann die Helen und dann geht's für uns los nach Podgorica. Ich kann nicht, was soll ich sagen? Wir sind noch ein bisschen unsicher. Ja. Okay, Vlogging-Versuch Nummer 3. Wir sind noch nicht so richtig warm mit der Kamera geworden. Aber ja, was machen wir eigentlich so? Also wir haben es jetzt schon mal nach Wien geschafft. Und unser nächster Flug hat vor 10 Minuten angefangen zu boarden. Deswegen sollten wir uns eigentlich ein bisschen beeilen. Okay. Beeilen wir uns mal und dann ja, sehen wir uns in der Podgorica wieder. Und? Schaffen wir es noch? Gerade so. Ich glaube, wir sind die Letzten. Ja, guten Morgen aus Montenegro. Wir haben es geschafft. Wir trinken gerade den ersten Kaffee hier. Gefrühstückt haben wir schon. Und ja, dann holen wir gleich den Mietwagen ab. Aber bevor wir das machen, wollten wir euch nochmal unsere Route zeigen. Wir haben uns einen Mietwagen gebucht für 10 Tage und starten hier in Podgorica. Von da aus geht es Richtung Süden erstmal an den Skadarsee nach Rijeka. Von da aus erkunden wir dann ein bisschen die Küste. Danach geht es an die berühmte Bucht von Kotor und ein paar schöne Städte da in der Nähe. Ja, und als letztes fahren wir noch Richtung Norden in den Dumitar Nationalpark. Also das ist bekannt für schöne Seen, für Wälder, für schöne Wanderungen. Und von da aus geht es dann wieder zurück Richtung Podgorica. Ja, und falls ihr ein paar weitere Informationen dazu haben wollt, was das hier alles kostet, wo wir genau sind, wo wir übernachten, dann schaut einfach mal auf unserem Blog vorbei, www.betterbeyond.de. Link ist in der Videobeschreibung. Ja, und wir freuen uns auf euren Besuch. Wir sind jetzt in Rijeka am Skada Lake angekommen. Wir haben schon die Schlüssel fürs Apartment und ja, von außen sieht es richtig cool aus und jetzt gucken wir mal rein. Tada! Klein, aber richtig, richtig schön. Ja, also der erste Eindruck hier vom Skadarsee oder in Rijeka am Skadarsee ist schon mal richtig schön. Ne? Ist total klein, aber richtig idyllisch und überall am Wasser gibt es hier so ein paar Restaurants. So, was ist denn jetzt passiert? Ja, wir sind in unserer natürlichen Umgebung, im Kajak. Wir beiden prädestinierten Kajakfahrer. Oh Gott, ja, 5 Meter weit sind wir gekommen bis jetzt. Direkt mal Sonnenbrille vergessen? Ja, ich habe sie liegen lassen, aber sie war noch da. Ja, wir melden uns heute mal aus Sveti Stefan. Es wäre gelogen, wenn es wieder mal der erste Vlogversuch wäre. Ja, aber, wir üben noch. Ja, wie fandest du es? Ich finde es richtig schön hier. Also es ist so ein kleines Küstenstädtchen mit einer vorgelagerten kleinen Insel. Da kommt man nicht drauf, weil es privat ist, aber es sieht cool aus. Ja, sieht auf jeden Fall cool aus. Es ist recht voll, heute ist Sonntag, viele Einheimische sind hier. Da sind auch 2 Strände, aber ja, die waren recht gut besucht. Von daher versuchen wir jetzt nochmal hier in der Umgebung mal einen kleineren Strand abzuchecken, ob es da ein bisschen leerer ist. Und dann gehen wir ein bisschen baden.
So, wir haben jetzt unsere Sachen wieder gepackt. Ja, und es war richtig schön hier, so voll der entspannte Nachmittag. Das Wetter war richtig gut, wir waren im Wasser, oder ich war im Wasser, du eigentlich nicht. War voll erfrischend und wir haben gelesen und ganz entspannt gemacht heute. Ja, eigentlich wollten wir heute noch weiter nach Bar, aber ja, jetzt ist schon ein bisschen spät und deswegen fahren wir zurück an den See, an den Skadersee und lassen es da ganz gemütlich ausklingen. So, haben wir nochmal einen kleinen Stopp gemacht hier. Ja, wir haben dieses süße Café heute Morgen schon auf dem Hinweg gesehen und haben gedacht, okay, heute Abend, wenn wir das schaffen, dann halten wir nochmal. Und das haben wir jetzt gemacht und man hat hier diesen wunderschönen Ausblick. Und wir haben einen Weißwein bestellt, der bestimmt hier aus der Region kommt. Wir haben nämlich ganz viele Weinberge gesehen. Ja, und hier lassen wir den Abend jetzt ausklingen. So, wir sind jetzt hier noch abends in unserem kleinen Örtchen, was ja so schön klein und beschaulich ist. Ja, aber wir wollten eigentlich jetzt noch was essen und es stellt sich raus, dass alle Restaurants irgendwie zu haben. Wir haben auch keinen Plan B, wir haben nichts zu essen zu Hause. Heute ist Sonntag, wir konnten nicht einkaufen. Ja, und hier gibt es auch nichts in der Umgebung. Wir haben jetzt noch eine Hoffnung, ein Restaurant da vorne, da sitzen noch Leute. Vielleicht kriegen wir da noch was. Ja, im letzten möglichen Spot haben wir noch was gekriegt. Nice, also guten Appetit und dann sehen wir uns morgen wieder, oder? Yes. Gute Nacht. Ja, moin. Letzter Tag hier am Skadersee. Ja, wir frühstücken gerade und es gibt so mit Schoko gefüllte Kreppel und das ist äußerst geil. Und was steht heute noch so an? Wir machen jetzt erstmal eine Bootstour, eine einstündige auf dem See. Besser als Kajakfahren. Einfacher. Sieht auch souveräner aus, ja. So, wir wollten uns eigentlich schon verabschieden von dem kleinen süßen Städtchen hier, nachdem wir so unsere Bootstour gemacht haben, die richtig cool war. Das war richtig cool. Ja, aber irgendwie ist es uns ein bisschen schwer gefallen. Jetzt haben wir uns nochmal kurz hier hingesetzt, nochmal einen Kaffee bestellt und genießen nochmal die letzten Minuten hier. Genau, aber gleich geht's weiter nach Rizan. Das ist in der Bucht von Kotor, ist auch sehr bekannt hier in Montenegro. Mal gespannt, wird wahrscheinlich nicht so idyllisch und leer, wie es jetzt hier ist, aber wahrscheinlich nicht weniger schön. Genau, wir sind jetzt ungefähr 2 Stunden unterwegs und dann checken wir mal unsere neue Hut aus.